Habe ich einen Rekord? Yeah! Geil, Alter. So, das soll erstmal einer nachmachen. Das Schlimme ist, spätestens morgen ist der Rekord sowieso wieder weg. Aber für heute habe ich ihn. Nice, nice. War ein Kampf, aber ich habe es geschafft. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich fertig. Hallo und herzlich willkommen bei Pixel Jerks. Heute gibt es Mario Maker 2. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, hat Harry einen Rekord bei dem Level Mario's Overlook Hotel vom Nintendo Podcast vom Lucarino geschafft. Aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass bei Weltrekord nicht mehr Harry, sondern Sito steht mit einer Zeit von 1 Minute und 41 Sekunden. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ha, wer ist denn Sito? Wenn es euch aufgefallen ist im Intro, Sito ist der dritte im Bunde von Pixel Jerks, von dem es übrigens bald auch Videos geben wird. Er hat nämlich nichts Besseres zu tun gehabt, als natürlich erstmal die Zeit von Harry zu schlagen und zu überbieten. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, ich stehe doch für Skill hier bei Pixel Jerks. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass Sito hier den Weltrekord hält. Und da habe ich mir gedacht, Leute, nee, nicht mit mir. Ich werde jetzt einen neuen Weltrekord aufstellen. Ich habe das Level einmal gespielt, einmal geschafft. Ich weiß also, was ich machen muss. Ob ich das natürlich wirklich schaffe, weiß ich nicht. Aber ich will den Weltrekord von 1,41 schlagen. Denn dort soll nicht Sito stehen, da muss Hendrik stehen. Und deshalb kommt jetzt mein Weltrekordversuch. Und wir springen auch direkt ins Spiel. Ihr seht schon, ich habe nicht Mario, sondern Toad. Den guten Toad habe ich als meinen Charakter herauskristallisieren lassen. So, die Berge überspringen. Das spart alles Zeit. Hier gleich einen perfekten Sprung hinlegen. Noch einen. Und direkt durch die Tür. Sehr schön. So, jetzt den kleinen Wicht hier mitnehmen. Warten, bis die Flammen weg sind. Springen. Und gleich die hier wegballern. Und den auch noch. Jetzt habe ich den Schlüssel und kann direkt weiter. So, hier einfach laufen. Hier an den Geistern vorbei. Springen drauf. Und direkt durchs Rohr. Das war auch gut. So, jetzt kommt der Part, den ich ziemlich schwierig finde. Erst hier auf den Viechern rumspringen. Und dann hier links weiter. Beziehungsweise, ich finde ihn nicht schwierig, aber ich weiß nicht, ob ich das so ideal löse. Ob man das irgendwie schneller hinkriegen kann. So, jetzt den Schalter und direkt ins Rohr. Nice. So, jetzt kommt hier die Rakete. Oh, da habe ich jetzt auch Angst. Hier habe ich beim ersten Versuch viel verkackt. F*** Mann! Genau so. So. Also das hier ist für mich der schwerste Part des Levels. Hier diese scheiß Stacheln. Okay, nice. So, Pilz jetzt hier durch. Das ist hier auch nochmal tricky. Drauf, rüber. Rüber, rüber. So. Ah, wieder Sprung verpasst. So, hier weiß ich auch schon, wo ich lang muss. Ich muss hoch, dann hier runter. Ah, come on, das war Zeitverlust. Hier war es, glaube ich, hoch. Ich weiß es so halb. Hier runter. Nee, fuck. Das war falsch. Ich hätte hier einfach runtergemusst. Ja gut, die Zeit habe ich verkackt, aber ich will mal schauen, wie lange ich trotzdem so gebraucht habe am Ende. So, hier wieder runter. Okay, das klappt nicht. Aber jetzt. Ah, ich Idiot, da muss ich gar nicht lang. Ich muss hier lang. Shit. So, hier laufe ich jetzt. Und hier muss ich hoch. Okay. Jetzt
Und jetzt muss ich einfach nur hier nochmal hoch. Nochmal den Schlüssel holen. Hier wieder durch die Tür. Den. Ah, komm schon, Junge. Ich mach das Level nochmal komplett neu. So, jetzt wird's nochmal dangerous. Alter, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das ist doch auch wieder scheiße. Warum? Das verstehe ich nicht. Also den Part habe ich relativ sicher drauf. So. Das hier auch. Nur das hier wird schon wieder kacke manchmal. Ja. Warum? Jetzt brauche ich ein bisschen mehr. Nee. Okay, also ich muss den werfen, bevor ich den ersten, wie heißen die nochmal? Den ersten Knochentrocken, ne? Berühre. Okay. Junge. Ja, geht wieder nicht. Neustart. Ich bin gespannt, wie viele Stunden ich hier sitzen werde. Und jetzt direkt werfen. Und nochmal direkt. Nice. So muss das gemacht werden. Jetzt einfach laufen. Laufen, springen. Da habe ich auch immer so ein bisschen Angst, aber es klappt irgendwie immer. So, jetzt kommt wieder die Scheiße. Vielleicht kann man auch unten lang gehen, aber ich habe bei dem Video von Harry gesehen, dass es anscheinend nicht so klappt. Ich habe es vorhin beim ersten Versuch auch mal getestet. Es würde natürlich viel Zeit sparen, wenn man da schnell langlaufen könnte. Keine Ahnung. Ich schaue erstmal, ob man so auf die Zeit kommt. Okay, das habe ich jetzt auch relativ sicher drauf. Darf mir nur kein dummer Fehler passieren. Ja, und da war er, der dumme Fehler. Dann muss ich jetzt Glück haben. So, und wenn jetzt nicht alles beschissen läuft. Alter, war das knapp. Junge. So, und jetzt nochmal hier lang. Nochmal hier hoch. Hä? Was habe ich falsch gemacht? Was ist hier los? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Hä? Nee, das ist doch richtig komisch. Okay, jetzt. Okay, okay. Ich bin gespannt. Okay. So, was habe ich jetzt für eine Zeit? Ich habe keine Ahnung. Ey, wenn das jetzt mega weit weg war von der Zeit von Zito, dann RIP live. 2 Minuten 5. Wie hat er das geschafft? Das kann eigentlich nur sein, wenn er die Stelle, wo man auf diesen Wurmviechern rumhüpft, wenn man die irgendwie schneller machen kann, indem man unten lang geht oder so. So, und jetzt hier bin ich gespannt. Das muss man irgendwie anders schaffen können. Weil das ist ja... Ah, fuck. Aber ich werde jetzt nicht neu starten, denn ich werde erstmal gucken, ob man das hier irgendwie anders machen kann. Das muss anders gehen. Also, ich muss die wahrscheinlich erstmal hier ein bisschen hochdrippen. Hochlocken. Und jetzt hier irgendwie durch, aber wie soll das gehen? Ja, Top 10 beste Versuche. Alter, was ist denn jetzt los hier? So, sie gehen hier hoch. Das kann so nicht funktionieren. Ey, gibt es da irgendeinen Masterplan hinter? Nee, das geht einfach nicht. Es geht nicht. Ja, die Zeit von Harry, ne? Da würde ich sagen, okay. Aber diese 1, was war das? 1,41 oder so? Wie? Wie hast du das gemacht?
Weil die anderen Sachen, da kann ich keine Zeit einsparen. Das hier ist die einzige Stelle, die voll viel Zeit braucht. Aber es geht nicht schneller, meiner Meinung nach. Das ist viel zu langsam. Ich muss so schnell hier langlaufen. Aber, ja, wie? Warte mal, ich mach das Level nochmal neu. Gab es da irgendwo so einen Pilz, dass man nicht direkt tot ist, wenn man die einmal berührt? Ich glaube aber nicht, oder? Weil dann könnte man ja irgendwie vielleicht einfach reinlaufen in die Dinger. Was war hier? Hier gibt es einen Pilz, okay. Interessant. Hä? What? Aber das könnte ein Lösungsansatz sein. Mal gucken. Also hier den Pilz. Ich bin gespannt. Wenn ich jetzt nicht zu hoch bin hier für irgendwas, ne? Von der Größe. Oh, f*** dich doch, Mann! Sorry. Sito, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich hasse. Mein Plan war es eigentlich, gemütlich die Zeit von Harry zu schlagen. Und dann sehe ich... Nee, Weltrekord hat Sito mit 1:41. So, jetzt aber... Nice. Okay, jetzt kommt's. Jetzt geht's hier los. Einfach hoch. Einmal. Und jetzt, egal, einfach reinlaufen. Ah, es reicht aber nicht. Es reicht nicht aus. Ah, oh, Leute, wie soll das gehen? Ich meine, das Level zu schaffen wäre kein Problem, aber... Diese unmenschliche Zeit von Sito... Ja, kann ich schon vergessen, ey, wenn man da einmal hängen bleibt. Mann! Mann, warum ist das denn so eine Scheiße? Das fuckt mich so ab hier. Ich mache das jetzt einfach auf die altmodische Art. Also wie ich es anfangs auch gemacht habe. Aber es kann ja nicht sein, ich kann damit ja jetzt nicht über 20 Sekunden auf einmal schneller sein. Ich habe ja vorhin gar nicht so viel falsch gemacht. Braucht man in der Größe auch viel länger darüber zu springen. Und den brauche ich jetzt gar nicht. Oh, warum mache ich das? Warum? Nee, kein Bock mehr. Ja, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr, ist mir jetzt scheißegal. Ein letzter Versuch. Und wenn der nicht klappt, dann... Nee. Dann ist doch irgendwo mal Ende im Gelände. Da muss man auch mal einsehen, dass es nicht menschenmöglich ist. Letzter Versuch.
Was ist denn los? Okay. So, jetzt muss ich die abschießen, ne? Genau, damit ich den noch weiterhin habe. Hier aufpassen. Ah, nice, das war schon mal gut. So, jetzt kommt's hier, jetzt kommt's hier. Komm schon, lass das so klappen, wie ich es mir. Nein, wie ich es mir vorstelle. Ja, nice, das hat ja gar nicht geklappt. Aber vielleicht habe ich ein bisschen Zeit gespart. Nee, habe ich nicht. Ja, das hat absolut nichts gebracht. Ein absoluter Nichtskönner. Das finde ich auch so schlimm irgendwie. Ich habe das schon so oft gemacht, aber jedes Mal gehe ich in eine falsche Richtung. Nee, runter, ne? Mann, ich bin so dumm. Warum bin ich so dumm? So, mal gucken. Alter. Ich nehme den einfach mal mit runter. Brauche ich zwar gar nicht, aber egal. So, was habe ich jetzt für eine Zeit? Was habe ich für eine Zeit? ...1,58. Davor hatte ich 2 Minuten 5. Also ich habe auf jeden Fall den Rekord von Harry geschafft. Das heißt, ich bin schon mal nicht letzter von uns dreien. 1,58. Wie soll man das schaffen? Das ist in meinen Augen unmöglich. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, Sito. Leute, irgendwann muss man sich auch mal geschlagen geben. Aber folgende Ansage geht raus, Sito. Wenn du dein Kram am Start hast und hier endlich auch mal ein Video nach dem anderen rausballerst, du musst das aufnehmen, wie du diese Zeit geschafft hast, die 1,41. Video or didn't happen. Oder du hast dir jemanden gekauft, der das für dich gemacht hat. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man das schafft. Ja, Leute, eine kleine Ansage an euch da draußen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne Level für uns bauen und die ID unten in den Kommentaren unter den Videos hinterlassen. Ist egal welches Video, sucht euch einfach irgendein Mario Maker Video raus. Und da könnt ihr gerne eure Level-ID unten posten. Oder irgendein Level, das ihr besonders cool fandet oder interessant zu sehen. Und ja, ihr könnt dann quasi zuschauen, wie wir euer Level hier für euch spielen. Und dann auch versuchen, gegenseitig gute Zeiten zu erreichen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich den unmenschlichen Rekord von 1,41 nicht schlagen konnte und nur 1,58 geschafft habe. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert doch gerne diesen Kanal und lasst Feedback unter diesem Video da. Haut rein, Leute. Ciao.